Und damit, Leute, was denn? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Dem Projekt, bei dem ich mich manchmal frage, ob es überhaupt jemand sieht und ob ich nicht einfach in eine tiefe schwarze Leere spreche. Ganz genau. Wir starten heute mit der Dschungeltour, einem weiteren wunderbaren Match. Und ich freue mich tatsächlich. Und ich habe mir überlegt, wir könnten Yoshi's Crafted World so ein bisschen abändern. So, nicht das Game an sich, sondern so das Inhaltsbasierte. Wir könnten hier viel mehr so über deeperen Stuff reden, weil das guckt sich eh keiner an. Und dann das Spiel, da muss man sich nicht immer so extrem konzentrieren. Und da kann man vielleicht auch mal ein bisschen mehr über andere Dinge einfach reden. Weil dieses Let's Play wird weiterhin relativ ungecuttet bleiben. Obwohl ich jetzt ja tatsächlich in der letzten Zeit ziemlich viel Zeit damit verbracht habe, meine Let's Plays aufwendiger zu gestalten. Was, by the way, ultra krass anstrengend ist. Aber dazu kommen wir gleich. So, wir brauchen mindestens 8000, habe ich gehört. Könnt ihr mir bitte Eggs geben? Okay, wir sammeln direkt erstmal ein. Nein, falls ihr schon bemerkt habt, selbst das Pikmin-Let's Play ist nicht einfach mehr Pikmin, sondern da steckt jetzt auch massivst viel Arbeit hinter jedem Video. So mittlerweile. Tatsächlich, honestly, so für jedes Video mindestens eine Stunde oder zwei nur fürs Cutten. Und früher habe ich das so gemacht, ich habe es halt reingepackt. Die Szenen, die ich rausschneiden wollte, habe ich stumm geschaltet, schon während der Aufnahme. 100, let's go. Nein. Jawohl. 300. Aber den treffe ich nicht mehr. So, ich habe dann immer während der Aufnahme, wenn ich weiß, ah, jetzt läufst du kurz zurück und holst was, machst du einen Sound aus, so. Selbst das mache ich nicht mehr unbedingt. Ich gucke mir das Video komplett von Anfang bis Ende an, was meistens schon mal so 20 bis halbe Stunde dauert. Und dann wird noch mal eine halbe Stunde dran rumgeschnitten, bis ich wirklich zu 100% auch mit dem zufrieden bin, was nachher rauskommt. Sonst wäre das ja alles binnen Sekunden erledigt auch. Stimmt, Herzen brauchen wir auch vollständig für ein Ding. Bitte, geht doch runter, ihr Dinos. Let's go, 300 nochmal. Da ist eine, was macht die hier? 100, warum nicht? Nochmal 100, warum nicht? Nochmal 100, warum nicht? 300, warum nicht? Nochmal. Let's go. Eine Redcoin nehme ich mit. Ein Present natürlich auch. Ich habe die Redcoin nicht getroffen, oder? Ha, jetzt ist zu spät. Da hinten ist wieder eine Blume. Wichtig. Lost, komplett lost. Nein. Let's go. Was, wie viel ist das Zebra wert? Bitte gib doch viel jetzt. Wie, das ist nichts wert. Scam. Okay, okay, was haben wir hier? 300. Herzen, Herzen. 300 nochmal. 100, okay. Wie viel haben wir? Ah, oben rechts seht ihr das, guys. By the way. Nein, eben. Dieses Let's Play wird jetzt mehr dazu missbraucht, über so alltäglichen Stuff zu reden. Und ich hoffe, das ist für euch okay. Also für die, die sich's angucken. Ey, es ist unfassbar. Pikmin guckt sich auch niemand an. Aber zu Pikmin habe ich halt doch so ein bisschen diese persönliche Bindung, dass es mir halt ultra Fun macht, so. Aber halt hier ist es halt so, wenn sie es keiner anguckt, ist es okay für mich. Es ist zwar schade, aber es ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Deswegen machen wir einfach so ein bisschen den ganz entspannten Modus an. Und genießen das Ganze, indem ich ein bisschen über halt so Stuff rede, über den man halt reden kann. Und dann ist doch auch gut, hoffentlich, für euch. Und wenn ihr wollt, dass ich mich mehr auf das Gameplay fokussiere, könnt ihr das auch schreiben. Da kann ich auch wieder mehr kommentieren, wie zum Beispiel so, oh Gott, da kommt jetzt Elefant, der oh, da hinten ist doch ein Vogel. Nein, den haben wir nicht getroffen, so. Das könnte ich natürlich auch machen. Aber ich finde, es macht mehr Spaß, wenn wir so ein bisschen diese persönliche Ebene hier aufbauen. In dem Let's Play zumindest. Vielleicht lasse ich ab sofort immer ein Let's Play laufen, nebenbei so, indem wir mehr über so deepen, philosophischen Stuff reden. Das klingt halt aber auch ein bisschen weird, wenn ich das so sage, nicht? Nein, ich fände, das wäre auf jeden Fall so ein cooler Ausgleich zu den anderen. Wo halt immer ein bisschen mehr Aufwand hintersteckt und so. Und dann machen wir hier immer den ganz, ganz entspannten. Wir haben ziemlich wenig, obwohl ich dachte so, wir schaffen safe mindestens Platz 2. Nun gut, ist nicht schlimm. Wir haben immerhin die Leben. Ja, Coins habe ich fast jede rote, habe ich verpasst. Es tut mir leid. Okay. Aber war okay.
Bleiben wir direkt weiter. Zum Beispiel hier Ladevorgang schneide ich ja bei Pikmin komplett raus. So, sowieso schon grundsätzlich. Weil ich bin mir zu 100% sicher, niemand von euch möchte Ladezeiten sehen. Und wenn ich aber die ganze Zeit am Durchtalken bin, so wie jetzt, dann nein. Hallo. Ich bin so kaputt, hätte ich doch nur 20 Grinseblumen. Nee, die kriegst du jetzt nicht, weil ich habe meinen neuen Anzug noch nicht. Und den möchte ich erst. Wir gamblen direkt mal. Boah, ultra selten wäre ein Dragon. Sieht schon insane krass aus. Wir scheppern da rein. 200 Coins. Komm. Ich will den Drachen eigentlich. Oh, wir kriegen aber ein rotes. Ist auch okay. Also wir werden die 100% hier safe nicht machen. Es sieht so aus, als sei das Goldene runtergerutscht. Ich weiß es nicht. Wir bekommen, ja, die Schlange. Mit der sympathisiere ich ja auch so viel, nicht? Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Die Schlange ist der größte Garbage. Wir drehen nochmal in der Hoffnung Gold. Aber egal, was als nächstes kommt, das wird genommen. Ob es Gold ist oder nicht, ist egal. Let's go. Let's go. Hat sich direkt gelohnt, Guys. Let's go. Wichtig, wichtig. Wir haben den Drachen, den ich wollte. Krokowaggon. Sieht auf jeden Fall schon mal viel more insane auch aus. Wo ist er? Der Dragon da unten. So, das hier noch. So. Nein! Nein. Wie wechsle ich Outfits auf X? Niemand mag die Schlange, Guys. Und wenn ihr sie mögt, banne ich euch aus meinem Stream nächste Woche. So, fertig jetzt hier. Ach, Guys. Es ist auf jeden Fall nochmal so eine andere Erfahrung, die ich mit Pikmin mache. Weil es halt... Was Unnormales ist, dass ich sehr viel Aufwand reinstecke und es trotzdem so wenig Klicks bekommt. Ich kann mir denken, dass es daran liegt, weil es halt gerade jeder spielt so. Aber grundsätzlich... es tut manchmal weh, wenn ich das sehe. Aber dann kommen halt wieder die Ultra-Modded-Videos von Mario Odyssey, die da wieder bis in den Himmel hochschießen. Wobei die letzte Folge auch nicht so gut lief. Und die Newer-Videos laufen in letzter Zeit auch nicht so gut, habe ich gesehen. Da bin ich auch ein bisschen schade, weil bei den Newer-Videos gebe ich mir halt immer noch mal so 8 Stunden Aufwand so. Und wenn sich das keiner anguckt, ist halt immer was Schlechtes. Aber es stört mich nicht, weil ich mache die Videos ja, also klar, ich mache sie für euch so. Aber ich mache es halt, weil ich Spaß daran habe und nicht, weil ich damit irgendwie jetzt ultra die Klicks generate möchte. Auch wenn es immer ein schöner Beigeschmack ist, wenn es dann halt so schön noch die Klicks dabei hat. Ist ja klar. So, wir kommen zum Rumpeldschungel jetzt. Ich freue mich. Ich freue mich doch nicht. Ah, vielleicht freue ich mich doch nicht. Oh, es ist aber wieder ein Bossfight. Den kommentiere ich jetzt. Da wird natürlich jetzt wieder ganz klar kommentiert. Das ist ja wichtig. Boah, das ist eine lange Ladezeit. Ist gut jetzt? Dankeschön. Wow, das Teil ist ja voll krass. Viel cooler als mein Schlitten. Ich will einen Riesenzug. Eure Zerstreutheit. Unser vorrangigstes Ziel ist doch die Suche nach den... Aber ich will so einen Riesenzug. Meiner ist viel zu klein und zu uncool. Ich finde schade, dass Bowser heute nicht mehr so ist. Ich will den Krokozug. Ich will. Das ist keine Zeit, eure Dränglichkeit. Wir müssen die Juwelen finden. Ach, du mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Krokozug, jetzt sofort. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist so fies und mies. Ah, genug, heute bestimme ich. Und wir kommen da einfach lang. Hey, Yoshi, steh da nicht so dumm rum und hilf mir gefälligst. Du lässt doch nicht zu, dass Kamek so mit mir umspringt, oder? Für wen bist du? Für mich oder Kamek? Honestly finde ich, dass Kamek mal so ein bisschen hier Initiative ergreift, finde ich actually nice. Deswegen sind wir auf Kameks Seite. Was? Wer hat dich denn gefragt? Wie kannst du es wagen, seine Aufbrauseligkeit zu ärgern? Hä? Ich mach den coolsten Zug, den eure Unersättlichkeit je gesehen hat. Bitte was?
Sieht interesting aus. I like, actually. Auch wenn die Animation gerne etwas kürzer sein darf beim nächsten Mal. Okay, ist fertig jetzt? Der ist gar nicht verbunden miteinander. Krokolok. Ich sehe aber auch aus wie Kroko, deswegen finde ich das irgendwie cool. Relatable. Er hat wirklich den coolsten Zug. Oh, wir haben jetzt eine Zug-Boss-Fight? Das wird insane. Mlam. Mlam. Bam. Genau so. So wird's gemacht. Let's go. Das sollten wir hinkriegen, glaube ich. Wow, ich hab doch gemlammt. Hallo? Können Sie bitte aufhören, meinen Zug kaputt zu machen? Ich seh halt legit aus wie der, oder? Bin ich er? Ist es das, was das Game mir versucht zu sagen? Mlam? Mlam. Ich hab gemlammt. Bam. Was? Hä? Scam. Einfach Scam. Was ist das denn? So, und dann gehen die wieder weg. Ich hab nichts mehr zum, ja, ich brauch wieder was. Wir dürfen nicht so leichtfertig mit unseren, Shy Guys umgehen. Ja, wir müssen das jetzt hier akzeptieren. So. So, so. Ja, aber das ist ja auch nicht schwer. Oh, er cuttet, er cuttet. Was ist das denn? Das ist maximal unfair. Nee, das ist unfair, hä? Ja, jetzt muss ich dem wieder ausweichen. Cool. Ja, I mean... Jetzt kommt wieder die Kater von oben. Was soll ich hier tun? Macht gar keinen Sinn, macht es. Und dann ist es immer wieder das Gleiche. Das ist so belanglos und langweilig. Ja, ich schneide euch doch vielleicht mal was raus. Jawohl! Ich habe ihn endlich mal wieder getroffen nach 20 Jahren. Mlam, 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 komm her. Mlam. Mlam. Komm her jetzt. Das sieht so cool aus, weil wir so essen können. Okay. Ah, einfach kurz Paper Mario geworden. Wow. Aber wir können ja flyen. Yeehaw. So muss das und nicht anders. Let's go. Ho, ho. Damit wäre das nächste Traumjuwel in unserem Besitz. Das ist doch schön. Hallo Yoshi. Ey, nicht mehr lange. Es geht nicht mehr lange. Zwei fehlen uns noch.
ich fände es jetzt besser, wenn er den oben rechts hingemacht hat. Das sähe schöner aus und mehr satisfying. Aber so ist auch okay. Ich fand es jetzt schade, dass der Train nicht schwarz war, so wie hier auf dem Bild. Aber das ist ja nicht schlimm. Auch wenn er natürlich schwarz ist, halt so eine coole Farbe. Schwarz ist keine Farbe, schwarz ist ein Kontrast. Ah ja, komm, geh weg. So. Ist schon eine Weile her, nicht? Schön, dich zu sehen. Du hast noch nicht genug Traumjuwelen, kann das sein? Ich empfehle einen Abstecher hierher. Und wir kommen erst weiter, wenn wir alle Traumjuwelen haben? Ist das dann die letzte Welt? Ja, dann lass uns nach da oben steppen. Ja, uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grinseblumen. Die habe ich tatsächlich, ist gar kein Problem. Bitteschön. Auch wenn mir die langsam tatsächlich ausgehen. Ah, danke. Ja, es geht mir schon viel besser. Da mache ich doch direkt diese Riesenpyramide für dich auf. Vermutlich ist das die Wüstenwelt. Ja. Dino-Wüste, herzlich willkommen. Boah, Dino-Wüste, warum sind wir nicht früher reingegangen? Das ist ja insane. Oh, jetzt finde ich es actually schade, dass wir nicht früher reingegangen sind hier. Dino-Wüste klingt nämlich richtig, richtig cool. Da habe ich Bock drauf. Dino-Randale. Yashi. Ey, das sieht grafisch, sieht das insane aus, Guys. Ihr könnt sagen, was wird. Klar, vieles macht auch nochmal das 4K, was wir... E-Beams, 1 Dino. Vieles macht natürlich nochmal das 4K her. Ist ja klar, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Wir spielen hier natürlich die 4K-Emulator-Version. Ist ja natürlich... Fast alle Let's Plays auf dem Channel sind mittlerweile 4K. Einfach weil ich bin sehr großer Fan von 4K tatsächlich. Believe it or not, ich spiele jedes Spiel, was ich besitze, selber in 4K. Und ich schaue jedes Video in 4K an. Und ich freue mich immer, wenn alles 4K... Did I make a mistake? Ah, lol. Das ist Vordergrund, Hintergrund. Das heißt, hier könnte es Stuff geben. Aber tut sich weiter, okay. Nein, tatsächlich, ich bin sehr, sehr großer Fan von 4K. Natürlich, nicht jedes Internet gibt es her, meins zu Hause zum Beispiel, 4K-Videos zu watchen, so. Aber wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, ist es der Wahnsinn. Mit dem Handy und mobilen Daten sowieso überall 4K. Weil mobile Daten sind eigentlich schon relativ gut. Zumindest besser als mein Internet zu Hause. Da schaffe ich dann wieder 4K-Views. Und da freue ich mich dann natürlich wieder, in 4K alles zu watchen. Und ich freue mich natürlich auch schon darauf, wenn 8K endlich ein bisschen mehr globaler wird. Ich bin auf jeden Fall total Fan von Games mit High Settings. God of War, The Last of Us. Last of Us funktioniert bei mir am PC tatsächlich so halb. Ich hab's getestet, ich hab's jetzt nicht durchgespielt, ich hab's nur mal getestet. Weil ja viele gesagt haben, ja, am PC funktioniert das nicht. Bei mir funktioniert das ganz okay. In 4K und Max-Settings. Deswegen ist doch schön. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Also so ziemlich jedes PC-Game, was es gibt, so von PlayStation. Die Spider-Man-Spiele. Also einfach Spiele, die grafisch sehr, sehr schön aussehen. Da bin ich sehr großer Fan von. Ich habe es genau gesehen. Hallo? Ich habe keine Eggs mehr. Cool. Nochmal eine Zeit-Challenge? Oh nein, es sind Äpfel. Geh weg! Oh mein Gott! Das ist wieder ein schwereres Level auf jeden Fall. Nein, also ich bin auf jeden Fall großer Fan von hohen Grafik-Stuff und sowas. Ich finde das immer nice. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Der Typ tötet einfach noch meine Verkleidung. Jetzt sind die einfach zu zweit. Aber die können nicht jumpen.
Aber das heißt für mich, ja. Was ist das da? Was? Hä? Ihr müsst da hoch. Als ob, was ein Scam. Auch nicht, hä? Das ist doch mehr als das. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss den hier mitnehmen. Den habe ich wieder aus den Augen verloren. Nein, es ist weird. Ach, Mann. Ich bin ein Dinosaur. Ich kann das hier nicht mehr ablegen, ernsthaft. Das sind bestimmt Redcore. Ich kenne mich schon. Oh, ja, alles klar. Einfach bomben. Bam. Hier eine Stomp TK. Ganz genau. So wichtig. Okay, hier unten ist nichts. Das sieht irgendwie so nach so Schleimglibber-Stuff aus. Zack. Oh, warte. Hier ist noch eine Coin. Kann ja auch immer sein, dass es eine Red Coin ist, ja? Das wissen wir ja nicht. Oh! Jetzt will ich trotzdem noch gucken, was hier ist. Kann ja immer noch ein Secret sein, so. Nein, dann weiter. Das war das Level. Ja, I mean, es ist Level. So. Es ist okay auf jeden Fall. Schade finde ich es trotzdem irgendwie. Es war sehr kurz und auch irgendwie ein bisschen... Es war cursed. Es war cursed. Sagen wir es, wie es ist. Es war ein cursedes Level. Vor allen Dingen war es unfair. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur lost. Oh, wir können wieder gamblen. Wichtig jetzt, da wir unsere Verkleidung verloren haben. Wir steppen direkt rein und hoffen natürlich auf das krasseste Goldene vom Güldensten. Nee, Gold kriegen wir nicht. Das ist da oben, links. Dafür erhalten wir ein rotes. Schade. Ach, Mann. Wir bekommen... einen Kaktus. Ja. Ist jetzt nix Weltbewegendes, aber ist auch cool. Ich finde, die Outfits sind immer noch weird, aber ich feiere sie deswegen. Weil sie irgendwie so gar nicht passen, passen sie doch irgendwie rein. So, wir kommen zum Skeletosaurus-Wrack. 9, ich wollte gerade sagen Shine-Sprites, ganz genau. 9 Grinseblumen gibt's hier. Das ist viel und ich hoffe, wir kriegen sie alle. Das wäre nice. Yoshi, ich habe irgendwie Angst vor diesem Riesensaurier. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Ich muss auf den anderen Monitor gucken, Guys. Nenn dich! Du bist cursed langsam. Das sind Red Coins. Blam. Okay. Ganz entspannt das Ganze hier. Okay, wir gehen... Nein, wir können den abwehren. Sag sowas doch früher, Mann. Da unten kommen wir nicht mehr dran. Ich habe keine Sachen zum Werfen. Leben, ja. Okay. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Oh, vielleicht schaffen wir sogar alle Coins. Ich bin zuversichtlich. Ich bin nicht mehr so zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich... Der macht jetzt irgendwas. Herzen nehmen wir mit.
Mlem, 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 bitte. Okay, ich bin ja schon weg. Sag's, wie es ist. Bisschen stressig ist das ja schon. Das könnten halt wieder Redcoins, ja. Ich sag's euch, wir haben da welche ver... Der sieht auch nicht freundlich aus. Der kommt fett aufs Thumbnail, das sage ich euch jetzt schon. Der ist ja so cool. Na klar, mach halt noch irgendwelche Challenges. Ah. Double. Im oberen ist was Krasses drin. Coins. Nicht mal Red Coins oder so. Da ist was safe, eine Red Coin dabei. Oh nein! Ein Fehler, wir sind tot. Ein Fehler, wir sind tot. Vorausschauend denken, vorausschauend denken. Alles mitnehmen. Da könnte immer ein Shy Guy kommen. Nein! Ja, tot. Alles klar. Das war insane. Und komplett heftig. Was? Dafür kann man auch mal jetzt ein Abo dalassen und ein Like. So. Habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Ich sag das normalerweise am Anfang. Das ist okay. Ja, bestimmt nicht. Und die Red Coins auch nicht. Wir haben volle Leben, nachdem ich fast gestorben bin? Egal. Take ich. Schmeckt immer. Zum Frühstück ist es aber auch eine schöne Sache, wenn man da seine Leben mitnehmen kann. Wundervoll. Let's go, steppen wir weiter. Oh, nächste Welt oder was? Hey, Yoshi. Was willst du denn von mir? Ja, wie hat dir die Dino-Wüste gefallen? Hast du einen Schützer? Actually, ja. Ich hätte gehofft, man könnte mir vielleicht noch was besorgen. Du besuchst einen Sonnenschirm. Safe nicht. Das Höhenhochland. Ja, let's go. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ha, da habe ich euch gekriegt. Guys, ihr wisst Bescheid. Abo, Like da lassen. Würde mich freuen. So, die Videos sind eh nicht so auffällig. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.